Also Herr Habeck unterrichtet uns ja regelmäßig. Unterrichtet ist schon ein schöner Begriff, denn man wird also nach unten gerichtet und er richtet momentan sein Volk nach unten. Er sprach gestern davon, oder heute, glaube ich, habe ich das gerade gelesen, dass eine dramatische Situation auf das deutsche Volk zukommt, die bis an die Grenzen des Erträglichen rangehen und darüber hinaus. Was heißt eigentlich, wenn es über die Grenzen des Erträglichen hinausgeht? Bedeutet, dass das dann die Menschen, deren Todesfälle mit einkalkuliert werden, durch Friertod oder was auch immer. Also man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Da bekommt ja der Begriff Völkermord plötzlich eine ganz andere Dimension, wenn man über solche Dinge spricht. Wenn man weiß, dass auf der anderen Seite, Eva zuckt gerade zusammen bei diesem Begriff, wenn ich sehe auf der anderen Seite, dass die Nord Stream 2 fertig liegt und man sofort im Prinzip das Problem lösen könnte, um im Rahmen des Manövers des letzten Augenblicks eine Katastrophe zu verhindern. Und aus dem Prinzip heraus, weil das dient dann dem bösen Putin, heraus können wir das nicht machen. Genau wie mit der Klimaerwärmung, das spielt dann plötzlich auch gar keine Rolle, wenn es gegen Putin. Das merken doch die Leute. Es kann so nicht weitergehen. Ich nehme deshalb bewusst diese Vokabeln in den Mund, weil ich einfach es kaum ertragen kann, wenn ich sehe, wie hier eine Politik über die Menschen mehr oder weniger regelrecht richtet, hinrichtet. Und das sind für mich Dinge, die untragbar sind. Ja, das klingt natürlich wieder nach Panikmache, aber wenn man sich die Meldungen genau anguckt, dann weiß man, wo die Panikmache herkommt. Das hat er gesagt, wenn er sagt, es geht über das Erträgliche hinaus. Er spricht von einer katastrophalen Lage. Das sind absolute Vokabeln. Für einen Politiker ist das der größte anzunehmende Unfall, der GAU, der da gerade diskutiert wird. Und das ist nicht irgendwie so nach dem Motto, das wird ein bisschen frischer werden diesen Winter, sondern es geht hier um die Beschreibung einer wirklichen Katastrophe. Und es heißt auch hier in dem Artikel, also Robert Habeck habe eben Bedenken geäußert, dass Russland den Gashahn nicht mehr aufdrehen könnte nach Abschluss der Wartung. Und auch Frankreichs Finanzminister Le Maire hat geäußert, Europa müsse sich darauf einstellen, dass, also Europa, wir reden ja da nicht nur von Deutschland oder Frankreich, sondern von Europa, dass die russischen Gaslieferungen als Vergeltung für die Sanktionen gegen den Kreml und die Unterstützung der Ukraine vollständig eingestellt werden. Wenn Sie vergelten wollten, dann würden Sie doch nicht im nächsten Atemzug sagen, Nord Stream 2 ist da, wir sind sofort bereit zu liefern. Das ist keine Vergeltung. Und wenn man jetzt sagt aus dem Westen, ja, aber da geht es denn darum, dass Sie uns dann über diesen Weg an die Nord Stream 2 dann ranbekommen, ja, um Himmels Willen, dann ist es eben so. So einfach ist das Ganze. Ich meine, ich sehe einen Oskar Lafontaine, ich sehe seine Frau Wagenknecht beispielsweise, die ganz deutlich genau in dieselbe Richtung sprechen. Und Frau Wagenknecht ist bei YouTube nicht abgeschaltet worden. Und ich habe gerade gesehen, dass sie, ich glaube, über 600.000 Abonnenten hat. Und das gönne ich ihr, weil sie nämlich eine hervorragende Arbeit macht an dieser Stelle. Aber ich sehe auch andere Menschen, die jetzt wirklich auch ganz deutlich werden, wie Richard David Precht. Ich bin oft mit ihm nicht einer Meinung, aber auch er geht langsam immer ein bisschen höher. Natürlich immer noch im Rahmen seines Mainstream-Framings, was da natürlich immer noch zugrunde liegt. Das ist ganz logisch. Auch ein Markus Lanz, man spürt, dass er zwischen den Zeilen viel weiter denkt als das, was er sagt. Aber er hat natürlich auch eine Familie zu ernähren und so weiter. Das sind ja die Dinge und die ganz normalen Probleme des Lebens, die uns einschränken. Und am Strich gesehen entsteht hier gerade etwas. Es entsteht ein Widerstand, der immer deutlicher wird. Ja, und ganz kurz noch, Gazprom hat heute auch die Liefermengen nach Österreich und Italien gekürzt. Am Montag hat der, also heute hat der österreichische Energieversorger OMV mitgeteilt, dass Gazprom informiert habe, dass nahe der slowakischen Grenze nur noch rund 70% weniger Gas ankomme, so rum. Also als bestellt und auch Mitte Juni wurde da ja auch schon reduziert und auch der italienische Energieversorger Eni hat mitgeteilt, es kommt jetzt weniger Gas aus Russland im Land an. Ich glaube, die sagen das auch deshalb in ihren Pressemitteilungen, weil diese Unternehmen wie OMV auch stark involviert sind an Nord Stream 2. Die haben dort große Milliardenbeträge
investiert, um diese Nord Stream zu bauen. Das hat nicht Gazprom gebaut, das hat nicht der Russe gebaut, sondern das haben auch europäische Unternehmen gebaut. Und zwar zur Hälfte sind es europäische Unternehmen und ganz viele Steuergelder, die da reingepumpt wurden aus dem Westen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass ich glaube, dass diese großen Konzerne hinter den Kulissen, glaube ich nicht, das kann ich sogar sagen, dass es so ist, weil ich habe öfters mit den Leuten Kontakt, auch mit auf Vorstandsebene von Kraftwerken, von allen möglichen Unternehmungen der Energieversorgung, die sagen, das, was wir hier machen, ist der absolute Irrsinn. Die Konzernbosse und die Strategen hinter den Strukturen, die glauben das Ganze selbst nicht, was vorgegeben wird, zumindest zu großen Teilen. Ja, es ist wirklich schwer zu kommentieren. Ich möchte noch mal den Zusammenhang hier rüberbringen. Wenn wir darüber sprechen, dass der Gasdruck beispielsweise in den Leitungen ein wenig abnimmt, Schwankungen sind, dann interpretiert die Gastherme damit eventuell ein Leck und schaltet automatisch die Gastherme ab, blockiert. Und die muss dann ziemlich aufwendig wieder in Gang gesetzt werden. Wenn der Strom aber ausfällt, die Gastherme ausfällt, übrigens glauben viele, wenn der Russe kein Gas mehr liefert, dass sie sagen, ich bin nicht davon betroffen, wir haben ja eine Ölheizung. Mit dem Gas hängt aber auch zusammen die Stromversorgung und ohne Strom funktioniert auch die Ölheizung nicht, weil dort elektrische Aggregate angeschlossen sind. Auch das muss den Menschen wirklich klar sein. Das Ganze hat ja viel größere Dimensionen, als sich alle überhaupt noch vorstellen können. Wir denken zum Beispiel an die Wasserleitungen beispielsweise. Wenn jetzt nämlich kein Strom mehr kommt, weil zum Beispiel das Gas nicht mehr kommt, dass der Strom nicht mehr richtig ausgesteuert werden kann, und beispielsweise die Wasserleitungen platzen sollten, weil nämlich die Heizsysteme dann nicht mehr funktionieren. Dann frage ich mich, wie funktioniert das denn, bis man allein die Gasthermen wieder in Gang gesetzt hat, bis man die Wasserleitungen wieder geflickt hat und das bei 43 Millionen Haushalten in Deutschland alleine. Wie soll das alleine wieder in Gang gesetzt werden? Ein weiteres Thema, die Kernkraftwerke zum Beispiel, die spielen ja eine große Rolle jetzt wieder in Zukunft, weil man sagt, wir kommen mit dieser Energiepolitik nicht hin. Kernkraftwerke arbeiten mit einem Zweikühlkreislaufsystem, mit einem Zweikreiskühlsystem. Es gibt einmal die Kühlung, die man aus Flüssen bewerkstelligt. Das heißt, da werden aus Flüssen oder aus Seen werden beispielsweise, Flüssen sind es, werden Wasser abgesaugt. Das läuft dann durch eine Art schneckenartiges System von Röhren, womit dann im Prinzip etwas abgekühlt wird, ein großer Block abgekühlt wird. Und innerhalb dieses Blocks gibt es ein zweites geschlossenes Kühlkreissystem. Das läuft dann mit entsprechendem vorbereiteten Wasser. Ich sage mal, wie eine Art destilliertes Wasser, ein bisschen komplizierter, dass keine Verkalkung stattfinden, die zum Beispiel den Reaktor abkühlen. Wenn jetzt beispielsweise dieses Wasser nachgefüllt werden muss, und das muss regelmäßig nachgefüllt werden, da braucht auch das Kernkraftwerk, braucht permanent die Wasserversorgung der städtischen Versorgung und so weiter. Und wenn man sich das mal anguckt, und ich habe das gerade mal gemacht, ich werde mich dann noch ein bisschen darauf vorbereiten und noch ein bisschen genauer darauf eingehen, von einem Ingenieur, der sich damit beschäftigt hat. Wenn wir beispielsweise jetzt die Wasserversorgung nicht mehr haben, dann muss dieses Kernkraftwerk entsprechend runtergefahren werden. Und ich glaube, das ist vielen eigentlich überhaupt noch nicht klar, wie eins ins andere greift. Und die Notfallversorgung, die ja festgehalten ist, entsprechende Notfallfibeln für die Fälle, dass ein Kraftwerk mal ausfällt und so weiter, die sehen im Prinzip diesen Wasserversorgungsausfall nicht vor, weil man offenbar immer davon ausgeht, dass wenn sowieso nur ein Kraftwerk ausfällt, aber nicht mehrere. Wenn wir aber von einem Blackout sprechen, ist das eben halt eine Riesenfläche. Diese ganzen Dinge, die frage ich mich, ob die alle ordnungsgemäß durchgeprüft wurden, da bin ich gerade dran und da werde ich dann auch entsprechend noch was zu machen.